Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Airborne Kingdom. Ja, ran an den Feind. Ich kann mal hier auch fortfahren. Wir wollten, glaube ich, Holz besorgen. Ich gehe mal hier ohne große Vorrede wieder ins Spiel zurück. Und alles weiter klären wir dann im Spiegel. Genau, wir haben hier den ersten Flügel angebracht. Ja, ich hatte hier überlegt, hier von wegen, ne, hier das Teil vielleicht eventuell hier hinten dran zu setzen oder so. Und dann da vielleicht noch einen weiteren Flügel anzubringen. Aber wir brauchen erstmal Holz. Und ich meine, da wären noch so ein paar Bäumchen übrig. Ich gehe mal hier auf 5. Ist mir jetzt erstmal egal. Achso, es sind maximal 3. Okay. Ja, das müsste auf jeden Fall noch gehen. Wir brauchen auch noch ein bisschen Lehm für Lehmziegel. Auch das ist notwendig. Wasser und Nahrung nicht so ganz dringend. Auch mit der Kohle kommen wir noch ein bisschen hin. ja. Ich weiß nicht, bringt ein weiterer. Ah, jetzt ist er endgültig leer. Okay, haben wir denn noch ein bisschen was bekommen? Normalerweise war doch da noch ein bisschen was. Ja, 19. Okay, ist das jetzt nicht so wahnsinnig viel? Das ist Nahrung, wenn ich das richtig sehe. Das müsste ein Dickicht sein. Oh, da ist ganz viel. Da ist, aber hallo. Auf geht's. Wahrscheinlich sind die Leute bis dahin verhungert. Ist mir egal. Müssen sie durch. So. ja, und wir brauchen Leute, ne? Wir brauchen wieder Leute, das ist das Problem. Das ist ein ewiger Kreislauf. Ach ja, und wir wollten, ich müsste mal hier auf die Karte schauen. Siedlung. So. Ist das der Ort, wo wir angeblich da hin sollen? Und das könnte sein. Da haben wir eine Strecke vor uns. Da muss ich mich aber vorher aber reichlich ausstaffieren mit allem Möglichen. Das sehe ich jetzt so erstmal noch nicht. Wo ist unser Luftschlösschen da? Wir sind auf dem Weg Richtung Holzlager. Das noch im natürlichen Zustand sich befindende Holzlager. Bitte schon Unsinn. Das ist Dickicht. Gut. Was ist das? Kohle. Kohle. Ja, gut, so wissen. Sind wir ja doch durchaus. Ich büße schon mal los. Drei sollten gehen, genau. Wir sind ja so einigermaßen in Reichweite. Das sollten unsere Flieger schaffen. Ja, easy going. Was machen die noch mit links? So. Wie weit ist der hier mit seiner Erforschung? Der ist leider noch nicht fertig. Bevor ich irgendwelche Häuschen baue, will ich erstmal das Ding hier irgendwie wegbewegen. So. Ja, der braucht mal so eine gewisse Zeit, habe ich das auch gerade gesehen, bis der dann zur Ruhe kommt. Ja, einige Einwohner haben kein Zuhause, ich weiß. Hol nicht rum. Die brauchen noch eine Stunde, dann sind die fertig mit der Technologie. Bevor ich dann irgendwas anderes mache, dann wird das Ding erstmal irgendwie versetzt. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Flügel verbessern. Ah ja, das war das. Auftrieb um 25%. Genau. Das war die Geschichte. Ich gehe nochmal durch. Was war hier? Ah, Effizienz erhöhen. Machen wir. Ah, nein. Oh, verdammt. jetzt war ich so schnell. Kann ich das abbrechen? Egal. Wir haben ja gerade erst angefangen.
Da müssen die jetzt durch. Da knie nix. So, erstmal drehen. Das ist wichtig. Und dann setzen wir den Vogel. Ja, warte. Ist, glaube ich, egal. Und da wird. Wie? Warum geht das nicht? Überschneidet sich mit anderen. So, verstehe. Hier so hin. So. Wieso ist der jetzt auf einmal unterwegs? Hallo? Hab ich gesagt, du sollst nicht durch die Gegend fliegen? Ich habe nur den Kollegen da angebracht. Wir haben ihn gemacht. Entschuldigung. So. Ist er denn da jetzt mit der. Ah, läuft weiter. Alles klar. Man kann das also trotzdem dann versetzen. Gut zu wissen. Ja, das ist auch schon mal eine nette Sache. Dann würde ich erst einmal wieder ein paar Wege bauen wollen. Moment, dafür gehen wir mal ein bisschen näher ran hier, damit ihr und ich und überall, wir alle was sehen. Nein, so. Es ist immer sehr hilfreich, wenn man Dinge sehen kann. Sehen ist faszinierend. Zumindest für uns ist Sehen eine sehr wichtige Geschichte. So. wo ich gerade dabei sind, bin mit den Wegen, dann mache ich hier mal den und den. Sehr gut. So, da tut sich jetzt natürlich noch nichts, weil meine Leute aktuell noch damit beschäftigt sind, den Wald zu roden. Und zwar komplett. Ja, das ist doch schön. Nahrung 32, Wasser 28, Kohle 19. War hier nicht noch Kohle in der Nähe? Ich meine, da irgendwie Kohle gesehen zu haben. Was bist du? Kohlevorkommen. Ha! Ja, nehmt mal damit, was ihr mitnehmen könnt. Alles wichtig. Zwar ein bisschen, aber na gut, ist halt so. Kannst doch auch nicht ändern. Alles braucht seine Zeit. Das ist im Leben nun mal so. Es braucht alles seine Zeit. Da könnte ich noch einen Weg dazwischen basteln. So, die sind, glaube ich, fertig. Nee, noch nicht so ganz. Ja, ich mach mal. Achso. Ich ziehe den mal hier ab. Wir müssen ja nicht alles wegreißen. Wir haben erstmal genug Holz und dann würde ich sagen, let's go. Wir bräuchten da so ein bisschen Kohle. Und dann erstmal hierhin. In der Zwischenzeit können die verbleibenden Arbeitskräfte, sofern noch welche vorhanden sein sollten, dafür null untätig. An Flügeln tätig? Wie? Nein. Oh, Moment. Nee, hier. Ich wollte schon sagen. Moment, ich bin nicht fertig. So. 2, 3 und ran an den Feind. Wie sieht's aus? Bräuchte jetzt ein paar Leute, wäre auch nicht verkehrt. Ich würde mich schon so über 2 neue Arbeitskräfte freuen oder meinetwegen auch 3. Das ist alles im Bereich des Machbaren. So, die bauen jetzt erstmal eifrig da die Kohle ab. Es wird gewerkelt und gewackelt.
Das ist schon ein netter Teil hier. Kann man nicht anders sagen. Finde ich ganz gut. So, 24 von 30. Was machen wir jetzt? Oh. Ja dann. Haben wir unser Maximum erreicht. Wasser braucht man jetzt nicht so dringendst. Was ich bräuchte, wären eventuell ein paar Leute. Seht ihr irgendwelche Siedlungen in der Nähe? Moment. Da hinten ist irgendwas, ne? Lass uns da mal hinfliegen. Und ich hoffe, wir kommen da. Kommt da auch einigermaßen heil an. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht ein bisschen Wasser nachtanken soll bei der Gelegenheit. Wir sind jetzt gerade mal hier in der Nähe. So, das machen wir auch. Water brauchen wir. Wir brauchen ein bisschen Water. Ich meine, wenn das schon gerade sich hier so anbietet. Nahrungstechnisch kommen wir ganz gut zurecht. Aber dann hätten wir hier die Möglichkeit halt eventuell die ein oder andere Person mitnehmen zu können. Apropos Person mitnehmen. Ein Augenblick. Ein Wohnblock wäre vielleicht keine schlechte Idee. Wieso hat er sich jetzt nochmal gedreht? Wasser. Augenblick. Bin hier geblieben. Was sagt unser Wassertank? 31 Liter aktuell. Ja, jetzt. Was sagt Zeit? Wir sind noch drin. Dadurch, dass ich jetzt nur noch 3 Flieger hier habe, anstelle von 6, dauert es natürlich ein bisschen länger. Mit dem Auftanken. Lehmhütte verbessert. Technologiebaum öffnen. Sehr schön. Moment. Was war das hier? Die Kohlekapazität. Da brauchen sie 16 Stunden für. Interessant, durchaus. Das haben wir gemacht. Lagerung. Brauche ich jetzt erstmal nicht so dringend. Haben wir gemacht. 32 Stunden, meine Güte, nee. Verringert Baukosten um 20%, Erforschung in 6. 16 Stunden. Antrieb haben wir noch nichts. Sehnsüchte haben wir auch noch nichts. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal dieses. Auch wenn es halt länger dauert, aber das mut. Wassertechnisch? Ja, 55 machen wir aber voll. Würde ich sagen. Ja, sollten schon drin sitzen. Auch wenn es eine Zeit dauert. Hilft nicht. Ich muss auch ein bisschen nachtanken. Sonst vertrockne ich hier vollkommen. Gar nicht so viel trinken, wie ich hier schwitze. Noch 5 Liter.
kommt, das schafft ihr, ihr seid gut. Gibt alles. Wie sieht's hier mit unseren... Ach ja, die können ja im Augenblick nichts machen, weil... Ne, die ja am Fliegen sind. Das ist der Nachteil, wenn man nicht mehr genügend Leute hat. Ja. Also ich bräuchte schon so ein paar. Ich würde ganz gerne hier noch so einen Flügel, wenn das geht und Sinn macht, einsetzen. Da brauche ich 2 Leute für. Wobei ich sollte dann vielleicht erstmal die 16 Stunden abwarten, bevor ich das nächste Teil davon baue. Das machen wir auch. So, oh, die sind fair. Wir sind klar. Dann hier, let's go. Jo, dann sollten unsere Leute. Dann sollten unsere Leute hier mit dem Bau der Gebäude anfangen können. Ich hoffe mal, die sind jetzt nicht noch mit dem Flieger unterwegs. Nö, sieht nicht so aus. Sorry. Nein. Du bist schon auf dem. Ah, was? Uralte Ruine? Ich hab gedacht, das wäre ein Ort. Noch eine Ruine des alten Reichs, die in den Winden der Einöde verfällt. Es scheint, als erstrecke sie sich unter dem Boden noch weiter. Doch dorthin vorzudringen wäre gefährlich. Könnte sie doch jederzeit einstürzen. Die Ruinen erinnern uns daran, wie wichtig unsere Aufgabe war und dass das zerbrechliche Reich, das wir anstrebten, steter Fürsorge bedurfte. Aus Tagebücher unserer Reisen von Muluap, dem 2. Chronisten. Okay, na gut. Moment, wo will denn unser Vogel wieder hin? Ruine. Oder bin ich jetzt auf dem falschen Weg? Ganz kurz mal drehen. Nö, das war das eigentliche Ziel. Moment mal, da vorne ist irgendwie Licht. Wir steuern mal diese Ruine da an. Die Wohnhäuschen sind fertig. Unsere Leute jubeln, weil wieder genug Wohnraum vorhanden ist. Sogar ein bisschen Leerstand. Aber minimal. Minimaler Leerstand. Ich überlege stark, ob ich nicht noch 2 weitere Häuschen bauen soll. Aber wir gucken uns erstmal hier die Ruine an. Wäre stark dafür, das Spiel erstmal zu speichern. Bevor hier irgendwelche Dinge passieren, die ich nicht will. Also ich kann hier nichts machen. Ich hätte gedacht, dass sie da vielleicht auch zumindest auf der Oberfläche irgendwie so ne, nach Sachen gucken, aber das scheint wohl nicht möglich zu sein. Wenigstens im Augenblick kann ich da wohl aus Gründen irgendwie nichts machen. Aber dann würde ich doch vorschlagen, düsen wir mal dorthin. Das sollte gehen. Ja, sieht gut aus. Die Werte sagen, alles noch offen. Mach mal. Ich kann mir auch die beiden anderen kleineren Ruinen dann noch rechts und links angucken. Das ist jetzt auch kein Thema. Wir brauchen erstmal Leute. So. Hallo! Siedlung! Dürfen wir mit euch irgendwie interagieren? Das würde uns sehr gefallen. Kleine Siedlung. Wir nähern uns einem kleinen Dorf am Rande des Nirgendwo. Einige Siedler möchten sich uns womöglich anschließen.
und die Schinderei auf dem Land hinter sich lassen. Das ist immer der gleiche Text, glaube ich. Sita sind gezwungenermaßen. Ja, ist immer das gleiche. Das kennen wir schon. Wir suchen Übersiedler, rekrutieren. Ja, das ist auch. Der Text ist auch. Die wollen alle unbedingt mitkommen. Also der Umno Baba. Eine abenteuerlustige Seele, die von den Möglichkeiten begeistert ist und wenig will. Du bist mir sehr willkommen. Najit Wessi, der oder ich glaube, ein Typ, aber ich bin mir nicht ganz sicher, kann sein. Ja, sie ist, möchte auch mitkommen, für ein neues Königreich zu haben, kann aber etwas Wichtiges nicht zurücklassen, was immer das auch sein mag. Du kommst mit. Was ist mit dem Najit Logat? Logodak. Mein Gott. Der will auch unbedingt mit. Ist interessiert, aber misstrauisch, wenn weniger Sehnsüchte erfüllt werden. Der will aber unbedingt mit. Hier ist irgendwie immer der gleiche Text, kann das sein. Irgendwie sind immer diese drei Varianten. So. Alle drei haben sich angeschlossen. Dann. Weiter geht's. 16, genau. Wir brauchen entsprechenden Wohnraum. Mittel vor 3. Sind wir da? Und was? Einmal hier so. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Aber sieht ganz gut aus. Jubelnde Leute, das ist mal gut. Jubelnde Leute freuen mich. Jo, dann würde ich sagen. Ich ja nochmal. Dann machen wir einmal hier den Kollegen hier so. Mal ein bisschen so wieder auf unsere. Auf unser nettes kleines Königreich schauen. Und dann bedanke ich mich dafür, dass ihr mich bis hierhin mitbegleitet habt bei diesem Flug ins Unbekannte. Ja, bis jetzt läuft es ja einigermaßen. Ich bin ganz zufrieden. Bin mittlerweile auch etwas vertrauter so mit der Steuerung, mit den Möglichkeiten, die wir hier so haben. So langsam, ja, wenn die Sachen funktionieren, wenn man weiß, was man da so macht und wie man was machen muss. Da macht das auch immer mehr Bock. Ja, das ist ganz klar. Da möchte man weitere Sachen ausprobieren. Ja, doch. Ich denke, das könnte noch sehr, sehr weiter interessant werden oder interessant bleiben erstmal und weiter interessant werden. Wir haben ja da diese eine Mission immer noch zu erfüllen. Da ist noch einiges zu tun. Heißt für mich, dass wir uns so in der nächsten Folge oder einer der nächsten Folgen verstärkt, um ja die entsprechenden Ressourcen, die wir benötigen für längere Flüge, rankommen müssen. Das heißt also Nahrung, Wasser, ne, Kohle vor allen Dingen. Vielleicht muss ich auch das hier die Möglichkeit noch nutzen, das entsprechende entsprechende Lagerkapazität zu erhöhen. Oder vielleicht doch noch ein Lagerhaus bauen. Schauen wir mal. Es gibt doch jede Menge zu tun. Bis dahin, vielen, vielen, vielen Dank nochmal für eure Unterstützung, für eure Begleitung und auch für deine Begleitung, für deine Unterstützung ganz speziell. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch allen alles Gute. Nutzt und genießt die Zeit. Macht's gut.